Hi zusammen, mein Name ist Jakob und ich bin 15 Jahre alt. Ihr habt wahrscheinlich schon erkannt, dass ich eine kleine Schwester habe. Ihr Name ist Ariana und unsere Eltern lieben sie mehr als mich. Mir ist aufgefallen, dass die jüngeren Geschwister immer die Lieblinge der Eltern sind. Ihr habt das wahrscheinlich auch schon bemerkt. Aber was kann man dagegen tun? Naja, ich habe eine Antwort auf diese Frage. Abonniert den Kanal und ich werde euch die Geschichte dazu erzählen, wie ich um die Aufmerksamkeit meiner Eltern gekämpft habe und was daraus geworden ist. Als ich klein war, hatte ich die ganze Aufmerksamkeit meiner Eltern. Ich war schließlich das einzige Kind in der Familie. Ich wurde verwöhnt, sie haben mich nie bestraft und allen meinen Wünschen nachgegeben. Was für ein Leben ich doch geführt habe. Aber dann wurde Ariana geboren und mein ganzes Leben wurde sofort auf den Kopf gestellt. Es war, als hätten sie mich sofort vergessen. Sie haben angefangen, sich nur noch um sie zu kümmern. Meine Schwester wurde zu der wichtigsten Person in der Familie. Mama und Papa haben mir jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Ich dachte, meine Eltern würden sich beruhigen, wenn sie etwas älter würde und uns dann gleich lieben. Doch Zeit verging und Ariana war immer noch ihr Lieblingskind. Sie wurde 11 Jahre alt und war immer noch Mamas und Papas kleine Prinzessin, während ich immer nur von ihnen gehört habe, Jay, bring den Müll raus. Das war ehrlich gesagt ziemlich verletzend. Ich war wütend auf diese Ungerechtigkeit. Meine Mutter hat meine Schwester fast jeden Monat neue Kleidung gekauft. Ich dagegen habe dieselbe Jeans 3 Jahre lang getragen. Sie haben ihr das coolste Smartphone zum Geburtstag geschenkt. Ich habe nur ein Buch und einen Kuchen bekommen und die Hälfte davon hat meine Schwester bereits gegessen. Meine Mutter hat mich dazu gezwungen, Gemüse zu essen, weil das gut für mich war. Ariana bekam Pizza und Tacos, wenn sie nur angedeutet hat, dass sie das essen wollte. Im Grunde genommen wurde mit allem, was sie getan haben, klar, dass meine Eltern meine Schwester mehr geliebt haben als mich. Und das hat mich sehr verletzt. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich nicht mit ihnen darüber gesprochen habe. Naja, ich habe einmal versucht zu erklären, wie ich mich fühle, aber mein Vater hat bloß gesagt, Jay, wieso wetteiferst du mit Ariana? Sie ist jünger, lass sie einfach in Ruhe. Natürlich war ich nicht begeistert von der Antwort. Besonders, weil meine listige kleine Schwester erkannt hat, dass sie alles tun konnte, was sie wollte und dann unerträglich wurde. Eines Tages wollte sie Süßigkeiten haben, die meine Eltern vor uns in einem Schrank versteckt haben und hat die Lieblingsteekanne meiner Mutter fallen lassen. Natürlich ist sie in 1000 Teile zerbrochen. Als ich das sah, dachte ich, dass Ariana wirklich Ärger dafür bekommen würde. Unsere Eltern rannten in die Küche und fragten, was los sei. Und dann hat sie zu ihnen gesagt, Jakob hat versucht, Süßigkeiten zu stehlen und dann deine Teekanne kaputt gemacht, Mami. Was? Ich fing an ihnen zu sagen, dass nicht ich das war, sondern sie. Aber sie haben mir nicht mal zugehört und Ariana geglaubt. Ich wurde bestraft und durfte einen ganzen Monat lang keine Süßigkeiten haben. Ich sah ihr gemeinsames Grinsen, als sie mich ansah. Ich habe meine Geduld verloren und meiner Schwester den Krieg erklärt. Meine Eltern mussten wütend auf sie werden. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich das erreichen will. Und so entstand ein ganzer Plan in meinem Kopf. Zuerst habe ich ihr brandneues Smartphone beim Mittagessen ganz nah an die Tischkante gelegt. Natürlich hat Ariana das nicht bemerkt und es mit ihrem Ellenbogen angestoßen. Das Smartphone fiel zu Boden und ging kaputt. Ich dachte, sie würde Ärger dafür bekommen, dass sie so geistesabwesend und verantwortungslos war. Aber Papa hat bloß gelächelt und gesagt, er würde ihr ein neues Handy kaufen. Verdammt, das hat nicht funktioniert. Also musste ich mit meinem bösen Plan weitermachen. Auf meinem Weg von der Schule nach Hause habe ich mir den schmutzigsten, von Flöhen übersäten Welpen von der Straße geholt, den ich finden konnte. Dann habe ich ihn vor unserer Haustür abgesetzt, an die Tür geklopft und mich um die Ecke versteckt. Ariana kam heraus, sah den Welpen und brachte ihn natürlich sofort in ihr Zimmer. Am Abend, als unsere Eltern nach Hause kamen, waren die Pfotenabdrücke von dem Welpen auf den Böden im ganzen Haus zu sehen. Und meine Schwester hat sich überall gekratzt. Dafür wird sie ganz sicher Ärger bekommen, weil meine Mutter Haustiere nicht leiden konnte. Aber Mama hat bloß gelächelt und gesagt, was für ein schöner Hund. Lass ihn uns waschen und kämmen. Jay wischt die Pfotenabdrücke von den Böden. Was? Wie ist das bitte fair? Ich traute meinen Ohren nicht. Hat meine Mutter Ariana wirklich so sehr geliebt, dass sie ihr alles durchgehen lassen würde? Und dann erkannte ich, dass es ernster werden musste, wenn ich erfolgreich sein wollte. Ich habe angefangen, nachts in das Zimmer meiner Schwester zu schleichen. Ich habe ihre Hausaufgaben aus ihrer Schultasche genommen und alles durcheinander gebracht, indem ich überall falsche Antworten hingeschrieben habe. Damit würde sie auf keinen Fall davon kommen. Schon bald brachte Ariana nur noch schlechte Noten nach Hause. Unsere Eltern mussten das einfach bemerken. Glaubt ihr, sie haben sie bestraft?
Als ob. Mein Vater hat mich nur herbeigerufen und gesagt, Jay, deine Schwester ist nicht gut in der Schule. Du wirst ihr Nachhilfe geben und ihr mit den Hausaufgaben helfen. Wie konnte mir das passieren? Jetzt musste ich Arianas Hausaufgaben erledigen, während sie sorglos mit ihrem Hund gespielt hat. Ich fühlte mich schrecklich. Ich hatte den Krieg gegen sie verloren. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einen letzten verzweifelten Versuch zu unternehmen. Ich wollte von zu Hause wegrennen. Wenn ich einfach verschwinde, dann würden meine Eltern vielleicht erkennen, wie schlecht es ihnen ohne mich ging und anfangen, mich wertzuschätzen. Also habe ich eines Abends etwas zu essen, warme Kleidung und das Buch, das sie mir zum Geburtstag geschenkt haben, in meinen Rucksack gesteckt. Ich habe einen Abschiedsbrief geschrieben, ihn auf den Tisch in meinem Zimmer gelegt und bin gegangen. Ich wusste nicht einmal, wo ich hingehen sollte oder wie lange ich unterwegs bleiben würde. Ich hatte meinen Plan nicht wirklich gut durchdacht. Ich lief bloß die Straße entlang und dachte, dass genau in diesem Moment meine Mutter wahrscheinlich in mein Zimmer kommen und bemerken würde, dass ich nicht da war. Dann würde sie den Brief finden. Ich habe mir vorgestellt, wie sie Angst bekommen und meinen Vater rufen würde. Zusammen würden sie meine Freunde anrufen und versuchen herauszufinden, wo ich vielleicht hingegangen war. Und die lästige Ariana würde verstehen, dass das alles wegen ihr passiert ist. Solche Gedanken ließen mich warm und glücklich fühlen. Ich sah mich um und bemerkte, dass ich schon ziemlich weit von zu Hause entfernt war. So weit, dass ich nicht mal genau wusste, wo ich war. Ich war so in meinen Gedanken vertieft, dass mir nicht aufgefallen ist, dass ich mich verlaufen hatte. Nein, ich musste nur ruhig bleiben. Ich musste mich einfach nur umdrehen und dann so lange laufen, bis ich eine bekannte Straße erreicht hatte. Ich habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und die Musik auf meinem Smartphone angeschaltet, damit mir beim Laufen nicht langweilig werden würde. In der Zwischenzeit war es Nacht und ziemlich dunkel. Je weiter ich lief, desto sicherer war ich mir, dass ich in die falsche Richtung gelaufen war. Ich fand mich in einem dunklen Stadtteil wieder. Da waren heruntergekommene Gebäude und Zäune überall um mich herum. Ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder in welcher Richtung mein Haus lag. Um ehrlich zu sein, hatte ich Angst. Ich konnte nur ein paar angsteinflößenden Gestalten in der Dunkelheit ausmachen, die mich anstarrten. Wer war das? Was wollten sie? In dem Moment wünschte ich mir zum ersten Mal, ich wäre nicht von zu Hause weggerannt. Ich stellte mir vor, dass genau in dem Moment meine Eltern und die Polizei nach mir suchten. Meine Mutter würde wahrscheinlich weinen und mein Vater würde Ariana ausschimpfen und ihr sagen, dass alles ihre Schuld war. Ich entschied, dass ich meinen Eltern schon eine Lehre erteilt hatte und es war an der Zeit für mich nach Hause zu gehen. Doch in welche Richtung sollte ich gehen? Ich hatte keine Ahnung, wo mein Zuhause war. Öffentliche Verkehrsmittel fuhren nicht mehr. Ich hatte zu viel Angst, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Wer wusste denn schon, was für Leute draußen bei Nacht auf der Straße herumliefen? Ein paar Stunden danach wurde ich furchtbar müde. Ich entschied, über meinen Stolz hinwegzukommen und meine Eltern anzurufen. Doch als ich mein Handy hervorzog, sah ich, dass der Akku leer war. Ich hatte so lange Musik gehört, dass ich ihn völlig aufgebracht hatte. Da bekam ich richtig Angst. Ich erkannte, dass es eine wirklich dumme Idee war, von zu Hause wegzurennen. Und sich selbst in einer hilflosen Situation wiederzufinden, war furchtbar. Also verbrachte ich die ganze Nacht damit, auf der Suche nach meinem Zuhause durch die Stadt zu laufen. Erst am Morgen fiel mir plötzlich ein bekanntes Haus auf. Von dort aus konnte ich meinen Weg bald nach Hause finden. Ich war so müde, völlig kaputt. Trotzdem war ich stolz darauf, dass ich meinen Eltern eine Lektion erteilt hatte. Sie waren wahrscheinlich die ganze Nacht wach und haben nach ihrem Sohn gesucht. Und jetzt würden sie mich erleichtert in die Arme schließen. Doch sobald ich nach Hause kam, wurde ich von Stille begrüßt. Das Wohnzimmer war leer. Wo waren denn alle? Leise ging ich in das Schlafzimmer meiner Eltern, um sie zu finden und sah sie ruhig vor sich hinschnarchen. Und meine Schwester Ariana hat auch geschlafen, als wäre nie etwas passiert. Das hatte ich nicht erwartet. Ich fand den Brief in meinem Zimmer. Er war unberührt. Da kam meine Mutter in mein Zimmer und sah verschlafen aus. Sie sah, wie ich schon angezogen war und meinen Rucksack auf dem Rücken hatte und sagte ruhig, oh, Jakob, bist du schon fertig für die Schule? Mach die Tür leise hinter dir zu, wenn du gehst. Wir schlafen noch ein bisschen weiter. Es war ein Albtraum. Sie hatten mein Verschwinden nicht einmal bemerkt. Für wen war ich dann von zu Hause weggerannt? Ich erkannte, dass ich nichts ändern konnte. Mama und Papa würden meine kleine Schwester immer mehr lieben als mich, egal was ich tue. Ich habe mich dazu entschieden, es einfach zu akzeptieren und weiterzumachen. Aber das Schicksal ist echt. Und nur ein paar Tage später hat es mir eine ziemliche Überraschung eingebracht. Eines Abends waren meine Eltern besonders feierlich drauf und mein Vater sagte, Jakob, Ariana, eure Mutter und ich haben Neuigkeiten für euch. Bald werdet ihr einen Bruder oder eine Schwester haben. Wow, meine Mutter war schwanger. Ariana schrie vor Freude und umarmte sie. Und ich sah meine Schwester an und lächelte boshaft. Sie wusste noch nicht, was sie erwarten würde. Schon bald wäre sie nicht mehr die Jüngste.
Habt ihr erraten, was als nächstes passiert ist? Als unsere kleine Schwester Mia geboren wurde, haben unsere Eltern ihre Aufmerksamkeit komplett auf sie gerichtet. Ariana hat plötzlich überhaupt keine Aufmerksamkeit und Liebe mehr bekommen, was sie doch so gewohnt war. Papa hat sie dazu gebracht, den Müll rauszubringen und sauber zu machen. Und meine Mutter hat ihr gesagt, sie müsse Gemüse essen, weil das gesund war. Endlich wusste meine Schwester, wie es war, ich zu sein. Wie schwer es für sie sah. Doch ich war nicht mehr glücklich darüber, dass sie bekam, was sie verdiente. Aber fühlte mich ehrlich schlecht für sie. Eines Tages kam sie weinend in mein Zimmer und sagte, dass Mama und Papa sie nicht mehr liebten. Ich umarmte Ariana und sagte, dass das nicht stimmte. Sie liebten uns alle gleich. Die älteren Kinder wurden nur eben erwachsen in ihren Augen und mussten Verantwortung übernehmen. Wir waren unabhängiger. Deshalb haben sie all ihre Aufmerksamkeit der Kleinsten geschenkt. Vielleicht sollte ich wirklich etwas erwachsener werden? Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare unten. Schließlich ist eure Familiengeschichte vielleicht so ähnlich wie meine.